Einen wunderschönen guten Morgen. Du darfst dich gerne gleich setzen. Schön, dass du da bist. Auch schön, dass du online mit dabei bist. Und ich habe gleich mal eine Frage für dich. Weißt du noch, wer letzte Woche um 8 Uhr hier Lobpreis gemacht hat? Gisela, du weißt das ganz genau. Aber sonst von den Normalsterblichen. Das ist ja interessant. Obwohl es letztes Mal eine Premiere sogar gab. Das kann jetzt was Gutes heißen oder kann was Schlechtes heißen. Es kann was Gutes heißen, dass das auf jeden Fall mal keine so schlimme Katastrophe war, dass du das jetzt noch wissen würdest. Es kann natürlich auch sein, dass du sagst, okay Bernd, ich war im vierten Himmel im Lobpreis, habe nur meine Augen für Gott gehabt und habe gar nicht mitbekommen, welcher Mensch hier vorne spielt. Könnte auch sein. Könnte natürlich auch was Schlechtes bedeuten, dass das so langweilig war, dass du es sofort aus deinem Gehirn gelöscht hast. Also letzte Woche hat mein Sohn hier das erste Mal mit uns gespielt, mit meiner Frau und mir. Und ich glaube, dass wir sowas so schnell vergessen, ist völlig okay, normal und vielleicht sogar gut. Aus der himmlischen Sicht macht das überhaupt keinen Unterschied, wer hier vorne singt, wer hier spielt oder wer predigt. Ist völlig belanglos. Was nicht belanglos ist, wie tief deine Begegnung ist mit Gott durch das Programm, das hier geboten wird. Und wie sehr deine Offenbarung auch in deinem Alltag Früchte bringt. Das ist das Wichtige. Wer jetzt wann, wie, wo, wie gut gespielt hat, hat oft nur sehr wenig Bedeutung. Und das ist so kostbar, wenn wir das verstehen, worum es wirklich geht und die Frage, was hat tatsächlich oder wie verändert Gemeinde oder Gottesdienst tatsächlich mein Leben? Weil wir haben hier in der Gemeinde nicht wenig Angebote. Und im letzten Jahr hast du vielleicht 52 Sonntagsgottesdienste mitgemacht. Du hast vielleicht 365 oder sagen wir 360 Frühgebete gehört, hier oder online. Das ist eine ziemlich große Nummer. Und die Frage ist, wie arbeitet denn der Heilige Geist diese Veränderung in meinem Leben? Aber nicht nur in meinem Leben, sondern auch in unserem Leben. Und das wollen wir uns heute Morgen ein bisschen anschauen. Wir haben ja kürzlich Pfingsten gefeiert, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, viele Predigen gehört haben, sicher auch zu Hause mal gelesen haben, was dann in Apostelgeschichte 2 passiert ist. Und da haben wir uns gefragt, wie wirkt denn der Heilige Geist in meinem Leben? Und nicht nur in meinem Leben, sondern wie wirkt der Heilige Geist im Leben von uns als Gemeinde? Und heute wollen wir uns ein bisschen die Gaben anschauen. Da gibt es so vier klassische Texte, kann man eigentlich sich ganz gut merken. 1. Korinther 12 und Römer 12 und Epheser 4 und 1. Petrus 4, wenn du das zu Hause mal nachschauen willst. Und mein erster Punkt ist, meine erste Frage zu diesem Thema ist, wozu sind eigentlich diese Gaben? Wozu gibt Gott diese Gaben? Wenn wir mal reinschauen, 1. Korinther 12, das ist so der klassische Text, wo Paulus ziemlich viel darüber sagt, in Kapitel 12 und auch Kapitel 14. Und da heißt es, wird im Griechischen dieses Wort Charisma verwendet. Charisma ist jetzt nicht meine Ausstrahlung, sondern Charisma ist ein Gnadengeschenk. Also diese Geistesgaben, wie wir auch sagen, das sind Geschenke von Gott. Das ist keine Belohnung, das ist kein Zeichen, wie reif du im Glauben bist, sondern das ist ein freies Geschenk, so wie die Vergebung, wie das ewige Leben, wofür du ziemlich wenig gemacht hast, außer Ja zu sagen. So ist diese Gnadengabe auch ein völlig freies Geschenk. Musst du nichts für tun, musst du nicht erarbeiten, sondern du hast es mit der Bekehrung. Dass ich das natürlich noch entwickeln und größer werden lassen soll, das ist klar. Aber ich habe das seit meiner Bekehrung und ich muss nichts dafür tun. Es ist ein freies Geschenk, keine Belohnung. Genau. Und wir lesen hier in Vers 7 zum Beispiel, also 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem, das erste Wort ist gleich ziemlich wichtig, das heißt, du wurdest nicht vergessen. Selbst wenn du dich noch so unreif, so jung, so alt, so irgendwie fühlst, du wurdest nicht vergessen. Jeder hat mindestens eine Fähigkeit vom Heiligen Geist bekommen, die du jetzt nicht erlernt hast, sondern die der Heilige Geist dir gibt oder enorm verstärkt. Also jeder hat diese Geistesgabe bekommen und da heißt es, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also wofür sind die Gaben?
Die Gaben sind nicht für mich, sondern die Gaben sind, wie du hier siehst, für den Leib. Für den Leib. Und wenn ich mich so zurückerinnere an meine Teenie-Zeit, da gab es so einen Gabentest, drei Farben der Gaben, dann wurden die irgendwie solche Gabentests gemacht, da hat man ein Buch dazu gelesen und danach wusste man alles, aber ich war keinen Schritt weiter. Und das hat mir so gezeigt, die geistlichen Gaben, die haben in erster Linie nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich finde den Test nicht falsch, aber die Grundlage der geistlichen Gaben ist nicht deine Persönlichkeit, sondern es ist der Heilige Geist. Wie der Geist Gottes sich entscheidet, durch dich zu wirken. Von dem her, mach den Test gerne, kannst du machen. Aber sei dir bewusst, das ist der Geist Gottes, der etwas in dir wirkt und nicht deine menschlichen Fähigkeiten, die du von deinen Eltern oder von deinem Umfeld irgendwie erlernt hast. Genau, und wir sagen ja oft so, Kapitel 12 geht über die Gaben, dann macht Paulus eine kleine Pause, redet über die Liebe in Kapitel 13 und dann geht es in Kapitel 14 nochmal über die Geistesgaben, besonders über zwei Gaben, Prophetie und Sprachengebet. Und ich dachte mir aber so, in gewisser Weise stimmt das gar nicht. Kapitel 13 geht über die Liebe, die Wesenseigenschaften der Liebe, aber Kapitel 12 und 14 beschreibt, wie ich diese Liebe ausüben kann. Das heißt, wozu gibt Gott Gaben? Damit ich Liebe praktisch werden lasse. Kein anderer Grund. Die Gaben sind dafür da, damit ich liebe. Damit der Leib aufgebaut wird, stärker wird, größer wird, reifer wird, fähiger wird, mit Jesus zu gehen, im Reich Gottes voranzugehen. Ja, also der ganze Leib ist im Blick. Und oft haben wir, was ich so als Teenie hatte, da wollte ich meine Gaben irgendwie kennenlernen und ich hatte im Fokus nur mich. Und dann habe ich Gott gefragt, Gott, was habe ich für Gaben? Ich habe gar keine Antwort bekommen. Zumindest keine schnelle. Und ich glaube, weil ich überhaupt nicht vorhatte und im Sinn hatte, dass das ja tatsächlich dir was nutzen soll und nicht mir. Ich wollte meine Gabe kennenlernen, damit ich mich besser kennenlerne und irgendwie entfalten kann. Und ich glaube, wir Christen im 21. Jahrhundert tendieren dazu, dass wir das christliche Leben und die Gaben zu einer Selbstverwirklichung und Identitätsfindung machen. Und noch schlimmer ist es, wenn ich mir meinen Wert darüber definiere. Und ich glaube nicht, dass der Heilige Geist mein Gebet erhören wird, wenn ich nicht vorhabe, tatsächlich meine Gaben in Liebe für den Nächsten einzusetzen. Und das geht so schnell. Dass ich irgendwelche Gaben, nach Gaben strebe, aber ich habe gar keine Liebe, ich denke gar nicht an dich. Und die Gaben sind nicht für mich, sie sind für dich da. Und deine Gaben sind nicht für dich, sondern für mich. Und wie schön ist das, wenn wir das erkennen und nicht nur Gott suchen, dass ich näher zu Gott komme, mehr in seine Fülle, sondern ich sollte genauso mit dem anderen Bein in die gleiche Richtung gehen und näher zu dir kommen, mehr in Gemeinschaft leben. Weil wenn die Gaben nicht im Leib sind und generell ist, sind die Gaben beschrieben als das Ziel, dass sie im Leib tätig sind. Natürlich auch für Evangelisation, auch dafür. Aber der Fokus ist, worauf die Bibel schaut, ist der Leib. Und wenn ich meine Gaben nicht im Leib einsetze, dann glaube ich nicht, dass Gott mich da weiterführen wird. Sondern er wird mich sicherlich Enttäuschungen schicken, dass ich mich frage, hey, was ist eigentlich los? Warum funktioniert das alles nicht, obwohl das eigentlich klar geschrieben steht? Und dass ich zu dem Erkenntnis komme, hey Gott, zeig mir, was ist los? Was mache ich falsch? Wo verrenne ich mich? Genau, Ziel der Gaben ist, dass der Leib Jesu wächst. Und wir sind ja kein Hobbyclub. Wir sind kein Verein, wo wir uns ein bisschen alle nett fühlen wollen, ein bisschen Gemeinschaft haben und dann nach Hause gehen und alles war wie vorher. Wir wollen nicht einfach nette geistliche Gemeinschaft haben, sondern wir wollen, dass der Leib wächst. Und wie schön ist es, wenn ich das tatsächlich als Fokus habe und auch mich immer wieder frage, ist das denn tatsächlich so? Wachse ich denn? Weil wenn der Geist Gottes bereit ist, mächtig durch meine Gaben zu wirken, ja, dann sollte ich ja irgendwie noch ein Wachstum sehen. Nicht unbedingt äußerlich, dass jeder mir das messen kann, aber dann sollte ich im Fokus haben, da sollte sich ja tatsächlich irgendwas verändern. Und wir lesen zum Beispiel diesen Vers, den wir gerade gelesen haben, jedem aber wird das Offensichtliche des Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. In 12,3 heißt es über die Gabe der Prophetie, sie dient zur Auferbauung, zur Ermahnung, zum Trost und auch damit alle lernen und alle ermahnt werden. Also das ist
dass der Fokus darauf, dass wir vorankommen, dass wir uns verändern, dass wir mehr in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Es ist nicht, damit ich mich finde, welche Gaben ich hätte, welche Berufung ich hätte, sondern es geht um den Leib. Es geht um den Leib und das ist der einzige Fokus. Und wenn, wie schön ist es, wenn das auch mein Fokus ist. Und ich verstelle dem Heiligen Geist sehr, sehr den Weg, wenn ich mich selbst als Fokus habe. Und dann verstehe ich auch, dass hier der Gottesdienst nicht die einzige oder die Hauptmöglichkeit ist, meine Gaben zu leben. Das ist zwar schön, wenn ich hier musiziere und wenn ich hier predige, aber Hauptfokus ist nicht hier eine Bühne, ein Programm, sondern Fokus ist dein Nächster. Und deinen Nächsten kannst du 24/7 kontaktieren. Vielleicht nicht so sehr in der Nacht, aber du kannst jeden Tag Kontakt zu deinen Geschwistern haben und ihnen dienen. Und wie schade ist das, wenn wir das auf 2 Stunden Sonntagmorgen begrenzen. Ich habe das nicht ausgerechnet, aber es ist ein ziemlich kleiner Bruchteil der Woche. Und so ein kleiner Bruchteil wird das dann auch im Wachstum sein. Und unser Gebet sollte immer wieder sein, Galater 4,19 ist, lass Jesus in uns sichtbar werden, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und dann bete ich für meine Geschwister, für die Leute, die auf mir im Herzen sind, die der Heilige Geist mir zur Seite stellt oder aufs Herz legt, für die bete ich, nicht nur Sonntagmorgens, sondern bete ich, muss auch nicht jeden Tag sein, aber dass sie auf meinem Herzen liegen. Dass ich bete, dass sie vorankommen und dann schenkt der Heilige Geist Ideen, wie ich ihnen dienen kann. Praktisch oder mit Worten, Ermutigung, Ermahnungen. Und das ist wunderschön, wenn wir merken, wie der Heilige Geist durch mich wirkt. Dass ich frage, Herr, was willst du tun im Leben meines Nächsten? Was willst du tun? Was willst du sagen? Was ist dran? Was ist wichtig? Welche Gefahr ist da? Welche Warnung? Welchen Trost? Welche Ermutigung? Welche Ermahnung? Welche Lehre ist gerade dran für diesen Einzelnen? Wie schön ist das, wenn wir tatsächlich als Glieder des Leibes zusammen agieren. Ich habe das oft erlebt, dass zum Beispiel ein bisschen ältere Geschwister in mein Leben reingesprochen haben. Und ich glaube, für zum Beispiel prophetische Worte brauchen wir Weisheit, Geduld und Glaube. Wir brauchen Weisheit, weil nicht jeder Moment ist immer der richtige. Wir brauchen Weisheit, wir müssen nicht immer sagen, so spricht der Herr und jetzt stehst du hier und hörst mir zu. Kann so sein, muss aber nicht so sein. Ich habe das oft erlebt, dass zum Beispiel ältere Menschen mich begleitet haben und mir vielleicht ein prophetisches Wort hatten und mir sagen wollten, Bernd, diese Beziehung, die du eingehen willst, ist nicht dran. Sie haben das aber meistens in Weisheit getan und sind nicht zu mir gekommen und haben gesagt, so spricht der Herr, ich habe einen prophetischen Traum gestern gehabt, sondern sie haben mich erstmal gefragt, wie geht's dir? Wie geht's dir damit? Und dann haben sie erstmal gehört, sie hatten im Herzen das prophetische Wort. Aber sie wollten das in Weisheit tun, weil sie wollten, dass ich das annehme. Und manchmal, glaube ich, sind wir so schnell mit prophetischen Worten, aber ich habe gar nicht im Blick diesen Menschen, der ja eine Meinung hat, der Gefühle hat, der irgendeine momentane emotionale Konstitution gerade hat. Und ich will ja, dass er es annimmt. Ich will ja nicht nur meinen prophetischen Eindruck loswerden, sondern ich will ja, dass es Frucht bringt im Leben dieses Menschen. Und ich hatte wirklich viele, viele kostbare Menschen, die mir das so kostbar schmackhaft gemacht haben, was der Wille Gottes für mein Leben gerade ist. Und wie schön ist es, wenn ich Weisheit habe, heißt nicht, dass ich das nie so direkt sagen darf. Ja, der Heilige Geist führt, wie er will. Das kann auch sein, aber es ist kostbar, wenn wir Weisheit haben und wenn wir den Heiligen Geist nicht nur fragen, was willst du sagen und ich höre was und zack, raus damit, sondern dass ich um Weisheit bitte, wie ich das sagen kann, damit er es auch annehmen kann. Und dann brauche ich natürlich Geduld. Weil nicht immer werde ich das Prophetische sofort 100% sagen. Sondern ich werde vielleicht stückeweise sagen, was gerade dran ist. Was der andere gerade aufnehmen kann. Und ich werde zu Hause, wenn ich ihn nicht sehe, dafür beten, dass Gott an ihm wirkt und dass Gott tatsächlich Überzeugung und Überführung und Verwandlung schenkt. Weil es ja nicht mein Wort, meine Worte, die ich ausspreche, sondern es ist der Heilige Geist, der das dann wirkt. Und wie schön ist das, wenn ich mutig bin in der Sache. Manchmal denken wir so, oh, prophetisches Wort, dann, keine Ahnung, muss ich irgendwie ein Bild haben und dann sage ich zu dir, ich sehe gerade einen dreibeinigen Esel, der Rollschuhe anhat und dann gebe ich dir das Bild. Kann so sein, aber nicht immer ist das so. Sondern oft habe ich einen Eindruck für jemanden und der Heilige Geist lädt mich ein, dass ich ins Gebet gehe für diesen Menschen, um diese Liebe, diese Perspektive auf diesen Menschen zu haben. Und wie schön ist das? Und ich glaube, oft merken mir prophetische Worte gar nicht unbedingt, dass ich so eins habe. Sondern ich habe plötzlich ein Anliegen für jemanden und ich sehe klarer als er selbst, was Gott gerade in ihm tun will.
Ich muss nicht die Hesekiel-Offenbarungen ihm erklären. Ich muss nicht die Abgründe seines Herzens offenlegen oder die nächste Woche ihm erklären. Sondern ich brauche nur dieses Herz voller Liebe, was ein Anliegen und ein Bedürfnis hat, dass dieser Mensch vorankommt und in seiner Berufung vorangeht. Und dann werde ich vielleicht warnende Worte aussprechen. Dann werde ich ermutigende Worte aussprechen. Aber mit Weisheit, Geduld und Glaube, dass der Heilige Geist das bestätigt. Genau. Generell sind alle Gaben dafür da, dass der Leib erbaut wird. Und es gibt eine kleine Ausnahme. Wie auch immer. Das Sprachengebet, sagt die Bibel, ist für mich da, damit ich erbaut werde, aber auch im Gottesdienst, wenn es ausgelegt wird. Das ist so eine kleine Ausnahme, aber generell sind die Gaben immer dafür da, dass du erbaut wirst. Und wie schön ist es, wenn wir Gaben als übernatürlichen Liebesdienst begreifen, den der Heilige Geist durch mich dir tun möchte. Mein zweiter Punkt ist, strebe aktiv nach den Gaben. Wir lesen 1. Korinther 12, 31, strebt eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben. Oder Hoffnung für alle sagt, wir sollen uns bemühen oder ernsthaft begehren. 1. Korinther 14, 1, Kapitel weiter, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weissagt. Also wir werden immer wieder motiviert, nicht passiv einfach nur zu gebeten, Gott, schenk mir, was du möchtest. Nein, wir sollen streben, wir sollen aktiv sein, wir sollen begehren, dass der Heilige Geist nicht nur einfach mir was schenkt, sondern damit du weiterkommst. Und das ist immer die Perspektive der Liebe, ist diese Selbstlosigkeit, damit ich dich im Fokus habe, wie es dir gerade geht, was du gerade brauchst. Und ich glaube auch ganz stark, dass der Heilige Geist Gaben so gibt, wie es eine Gemeinde gerade braucht. Gott hat das ja auch nicht so gemacht, dass ein Kind zur Welt kommt und plötzlich 5 Arme, keine Nase, ein Auge, nur ein Arm, dass die Gaben so völlig ungleich, unpassend werden. Und so ist das, glaube ich, auch bei uns in der Gemeinde. Gott gibt die Gaben so, wie sie gebraucht werden. Es sind nicht 90% Propheten und die restlichen 10% sind Heiler, sondern da gibt es so viele. Und Gott befähigt, so wie es gebraucht wird. Und wie schön ist es, wenn wir Herzen haben, die sagen, Gott, befähige mich und lass mich eine Hilfe sein für die jetzige Situation. Und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht wird nicht jeder von uns am Ende seines Lebens sagen können, ganz genau, welche 3 Gaben er hatte. Vielleicht vergessen wir das auch oft. Wenn wir dieses Begehren haben, zu dienen, dann schenkt Gott vielleicht auch ganz unterschiedliche Gaben. Vielleicht habe ich auch im Laufe meines Lebens 10 unterschiedliche Gaben ausgeführt. Ist eigentlich auch völlig egal. Der Punkt ist, dass diese brennende Liebe in meinem Herzen sein sollte. Und wenn diese nicht ist, dann wird der Heilige Geist warten. Wir sehen es auch öfters, dass Gott übernatürlich wirkt durch Menschen, die völlig unreif sind. Dann ist es um seines Leibes willen, weil er ein Werk tun will und scheinbar niemand Reifes da ist. Aber mein Ziel ist es, nicht in erster Linie die Kraft zu suchen, sondern die reine Liebe, durch warum die Kraft fließen möchte. Und diese Reihenfolge ist so kostbar, wenn ich sie verstehe. Ich habe sie lange, lange Jahre nicht verstanden und habe mich gefragt, warum die Kraft nicht da ist. Ja. Es ist auch kostbar zu verstehen, so dieser Unterschied zwischen natürlichen Gaben und geistlichen Gaben. Weil wir lesen hier so 3 verschiedene Begriffe. Anfang von 1. Korinther 12, da lesen wir von Gnadengaben, Vers 4, im nächsten Vers unterschiedliche Dienste oder Kraftwirkungen. Also das sind nicht Dinge, die ich selbst hervorbringe. Und nicht nur, weil ich Lehrer bin von Beruf, sollte ich lehren unbedingt. Nicht nur, weil jemand irgendwie Kindergärtnerin ist oder Lehrerin oder irgendwas in dem Bereich macht, sollte sie sofort automatisch Kinderdienst machen. Nicht, weil ich Türsteher irgendwo bin, heißt es, dass ich Begrüßungsdienst machen soll. Nicht nur, weil ich irgendwie positiv bin und die Bibel ein bisschen kenne, sollte ich predigen, weil ich dann irgendwie was Gutes sagen kann. Also nur meine menschlichen Fähigkeiten, die auch ich habe ohne den Heiligen Geist, bedeuten nicht, dass das tatsächlich eine Gabe ist, die Gott übernatürlich segnet. Und das ist so kostbar, wenn ich mich frage, ist mein Dienst übernatürlich? Oder kann ich den oder mache ich den auch meistens völlig ohne Heiligen Geist? Ich kann hier sprechen, völlig ohne Heiligen Geist. Ich hoffe, ich mache es nicht, aber ich kann es. Ich komme hier rein, ich bin ein positiver Mensch, ich denke mir, wow, Menschen müssen ermutigt werden. Dafür brauche ich keinen Heiligen Geist.
dann kenne ich ein paar Bibelverse, brauche ich keinen Heiligen Geist für. Merkst du, also das braucht so ein Herz, was Gott sucht, was in Vertrautheit mit dem Herrn ist und diesen Wunsch hat, Gott, lass mich nicht ein irdisches, menschliches Werk tun, sondern lass mich übernatürlich dazu beitragen, dass dein Leib erbaut wird. Wir sind kein Hobbyclub, wir sind ein Leib Christi, der übernatürlich funktioniert, der ein übernatürliches Leben hat. Und ich sollte mich immer wieder fragen, wie wird mein Dienst übernatürlich? Dass ich nur hier vorkomme und meine Meinung über Bibelthemen sage und dir was Nettes sage, wo ich denke, dass du dich danach besser fühlst, hat keinen Wert. Hat keinen Wert für den Leib Christi. Dass ich ihn nur spiele in meiner menschlichen Fähigkeit, ein Instrument zu spielen, hat keinen Wert in der geistlichen Welt. Und das ist eine herausfordernde Frage, wo ich mich immer wieder selbst prüfen sollte und herausfordern lassen sollte, wenn ich ein Begehren habe, dass der Heilige Geist durch mich wirkt. Und dann sage ich nicht, ich bereite in meiner menschlichen Kraft was vor und dann bete ich, bitte Gott segne meinen Dienst. Nein, es soll doch übernatürlich sein. Und dafür brauchen wir einen Geschmack, eine Sensibilität, eine Vertrautheit mit dem Übernatürlichen. Und da muss ich lernen zu unterscheiden, was ist meine menschliche Fähigkeit und wo gebraucht vielleicht Gott meine menschliche Fähigkeit, aber er wirkt übernatürlich. Und die Wurzel, wie wir gerade im ersten Punkt gelernt haben, sollte eine übernatürliche Liebe sein. Und das ist so, ich finde es kostbar, aber herausfordernd, dass ich mich frage, wo diene ich in rein menschlicher Fähigkeit und wo erlaube ich dem Heiligen Geist, dass er seine übernatürliche Kraft wirken lässt. Weil wenn wir zurückschauen, ich weiß nicht, wie viel wir in menschlicher Kraft oft tun. Und wir sehen die Früchte dann nicht. Dann beten wir noch, Gott segne es, aber Gott möchte ja von vornherein übernatürlich wirken. Ja, bei manchen Gaben ist das sehr leicht zu erkennen, ob das jetzt übernatürlich war oder nicht. Wenn ich für dich bete und Heilung passiert, dann war es übernatürlich. Und wenn nichts passiert, dann war es nicht. Oder wenn du da, keine Ahnung, oder bei Prophetie, wenn ich dir jetzt sage, was morgen passiert, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass das übernatürlich war. Wenn ich dich gut erkenne und dir sage, was gestern passiert ist, dann weiß jeder, okay, war jetzt nicht so schwierig. Also manche Gaben sind sehr offensichtlich übernatürlich, manche nicht. Wir lesen zum Beispiel von Unterscheidung der Geister. Dass wir miteinander sprechen und du kannst mir sagen, Bernd, diese Gedanke gerade ist echt nicht von Gott, der ist vom Feind. Der kommt so unscheinbar her, klingt logisch, du hast Vorteile, aber ist nicht von Gott. Vorsicht. Das kommt jetzt nicht unbedingt so rüber, als wenn gerade die direkte Offenbarung Gottes durch dich kam. Aber vielleicht kam sie. Und viel mehr, dass wir begehren sollten, dass jedermann sieht, dass das jetzt übernatürlich war, sollte ich in meinem Herzen diese Überzeugung suchen, dass das übernatürlich war. Ich muss das nicht immer beurteilen für dich, aber ich sollte das für mich, sollte ich immer begehren, dass das übernatürlich war. In erster Linie eine übernatürliche Liebe, die keine Bedingungen setzt, die nicht zu sehr auf deine Vergangenheit schaut, um Bedingungen zu finden, ob das jetzt möglich ist, ob du reif oder würdig genug bist, dass Gott jetzt das tut. Dass es bedingungslos ist, dass es selbstlos ist, dass es mir egal ist, ob du das jetzt annimmst und mich kritisierst. Dass das nichts mehr mit mir zu tun hat, sondern nur noch mit dir. Dass ich begehre, dass der Heilige Geist in deinem Leben Veränderung wirkt. Und es sollte immer in Wahrheit sein, diese Berufung vor Augen. Dass ich verwandelt werde, besser gesagt, dass du verwandelt wirst in das Bild Jesu. Halleluja. Ja, wir sollen eifrig streben danach. Das heißt, ich sollte nicht passiv sein, sondern ich sollte aktiv sein. Und wenn du noch nicht weißt, was deine Gabe ist, dann geh zu unseren Pastoren. Und sie sind in vielerlei Hinsicht sehr biblisch, aber da sind sie garantiert biblisch. Wenn du zu ihnen gehst und fragst, ich brauche was zu tun, kannst du mir was zu tun geben? Ich verspreche dir, sie sind sehr biblisch und sagen, wer bittet, dem wird gegeben. Also, wenn du sagst, ich möchte meine Gaben kennenlernen, ich weiß gerade noch nicht, dann geh zu unseren Pastoren, geh zu den Familienkreisleitern und sie werden dich beschenken und sie werden dir was geben, was in der Gemeinde jetzt momentan gebraucht wird, was vielleicht nicht dein Traum war, was vielleicht nicht deine Vorzüge sind, aber vielleicht das, was der Heilige Geist jetzt momentan in dieser Gemeinde tun möchte. Mein letzter Punkt ist, sei aktiv dabei. Dafür darfst du mal mit mir aufschlagen, Epheser 4. Das ist so der andere klassische Text, wo wir viel über die Gaben lesen, wie der Heilige Geist in Gemeinden wirkt. Und da heißt es in Epheser 4,
Verse 15 und 16. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also wie du siehst hier, in dem Bild, da habe ich jetzt das Haupt nicht abgebildet, aber unser Ziel ist es, dass wir alle hinwachsen zu Jesus hin. Dass wir verwandelt werden, dass wir in Einheit, in Übereinstimmung mit dem Charakter Jesu, mit der Berufung Jesu, mit der Kraft Jesu gehen. Und 16, von ihm aus, vom Haupt aus, von Christus aus, vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Was bewirken sie? Das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also hier ist der Leib im Fokus, der sich gegenseitig unterstützt. Das heißt, ich muss natürlich Gott suchen, was will er wirken durch mich. Aber genauso soll ich ja nah bei dir sein. Und wenn ich nur 2-3 Mal im Monat im Gottesdienst bin, aber sonst während der Woche kaum Kontakt habe mit meinen Geschwistern, ja, wo will ich meine Gaben ausüben? Ich sage es mal negativ, nur vor und nach dem Gottesdienst, hallo und wie geht's dir so sagen, das hat nichts mit Leib zu tun. Und wie sehr will der Heilige Geist mächtig durch Gaben wirken, wenn wir tatsächlich verbunden sind? Das, glaube ich, ist mir gerade so stark auf dem Herzen, dass der Heilige Geist uns zeigen will, die Gaben sind für den Leib, für die Glieder, die fest verbunden sind am Leib. Ich sollte nach mehr von Gott streben, aber genauso auch nach dem, dass ich näher zu dir komme, damit ich sehe, was in deinem Herzen ist und was in deinem Leben ist. Weil ich glaube, Gott liebt es, nicht einfach nur prophetische Worte zu geben, wo ich dich gar nicht kenne. Das ist auch manchmal sehr kraftvoll, weil das so bestätigt, dass es übernatürlich war. Sondern, dass ich dich kenne und dieses Herz, diese Liebe entwickle für dich und dann sehe und der Heilige Geist mir zeigt, was du brauchst. Und wirklich diese Gelenke, die ineinander verwoben sind und miteinander verbunden sind, dass sie zusammen agieren. Weil Gott hat das Bild hier gebraucht als Leibes. Das ist nicht ein Haufen unabhängiger Gelenke, die da zusammengebunden sind, sondern das ist ein Leib, zusammengewachsen über eine Zeit lang. Ja. Und mach es dir und mach es uns allen einfach, sei verbunden. Wenn wir uns treffen in Familienkreisen, öffne dich, gib was von dir preis. Sag nicht nur, ja, meine Waschmaschine ist letzte Woche kaputt gegangen, lass uns dafür beten. Ist schön, wenn dir das am Herzen liegt, darfst du machen. Aber gib doch was von dir selbst preis. Sag nicht nur, was du irgendwie nett fandest in den Medien letzte Woche, sondern was ist denn bei dir in deinem Herzen gerade? Und manchmal müssen wir da Scham überwinden oder irgendwie Distanz überwinden und wir merken, hey, wir sind oft gar nicht so eng. Lass uns doch mehr Kontakt haben, lass uns Anteil nehmen und geben. Mit Gaben zu dienen ist so schwierig, wenn wir so weit auseinander sind. Wenn ich dich nicht spüre, wenn ich nicht für dich einstehe während der Woche. Und dann merken wir, dass nur Sonntag Gottesdienst ist gut, aber das ist noch nicht unbedingt Leib. Das ist noch nicht ein lebendiger Leib. Ja, wenn du zum Gottesdienst kommst, komm ein bisschen früher oder bleib ein bisschen später, wenn es irgendwie möglich ist. Wir haben alle irgendwie Verpflichtungen, besonders mit Familien, aber frag den Heiligen Geist, wie kannst du Räume schaffen, dass du mit anderen Geschwistern in Kontakt bist. Und sei Teil der Gemeinschaft, nicht nur im Gottesdienst, wir haben Familienkreise, wir haben altersspezifische Gruppen, wir haben Gebetspartner, wir haben Frühgebet, wir haben einen Stephanusdienst, wir haben Freizeiten, wir haben Aktionen. Also es ist wirklich nicht schwer, in dieser Gemeinde Teil zu werden und Teil zu leben. Aber wie schade ist es, wenn wir reserviert sind und sagen, ja, ich gehe in den Gottesdienst, aber sonst habe ich keine lebendige Begegnung mit Menschen hier. Nehme ich nicht Anteil, gebe ich nicht Anteil. Das lässt den Heiligen Geist sehr traurig. Und wir sehen dann auch kein Wachstum. Wachstum ist, wenn ich verbunden bin und wenn ich vom Heiligen Geist erwarte, dass er durch mich fließt. Wir lesen in 1. Korinther 14, Vers 26. Wenn ihr aber zusammenkommt, was passiert dann? Dann hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Lasst alles zur Erbauung geschehen. Also das bedeutet, lass uns doch vorbereitet kommen. Lass uns nicht nur völlig emotional ausgebrannt hier reinsetzen und ist auch okay mal.
Aber das sollte nicht die Regel sein, wenn wir Leib sein wollen, der wächst. Sondern dann komme ich und habe was. Und zumindest habe ich dieses Bewusstsein und das Suchen, das Streben danach, dass Gott mir was gibt für dich. Und wunderbar ist das, wenn das in der ganzen Woche vorher schon wächst und der Woche danach im Gebet weiter wächst. Manchmal ist es nicht so. Manchmal war meine Woche sehr voll, aber immer noch dann kann ich kommen und sagen, Gott, schenk mir etwas für jemanden. Während dem Gottesdienst gucke ich ein bisschen und bete vielleicht in Sprachen unter meiner Maske und suche den Heiligen Geist, was will er tun durch mich? Und dann bin ich nicht in der Ecke alleine, niemand guckt auf mich, niemand dient mir, niemand liebt mich, sondern verstehe, ja, ich bin doch hier, um zu lieben und zu dienen. Und dann komme ich raus aus dem Selbstzentrierten und verstehe, was der Heilige Geist durch mich tun will. Und wie schön ist es, wenn du nach Hause fährst und merkst, wow, da war so ein unscheinbares Wort, was der Heilige Geist dir nochmal in den Kopf bringt und dir eine Gewissheit schenkt, wow, das ist ein Wort. Vielleicht nur einen Blick manchmal, den der Heilige Geist gebraucht, damit er übernatürlich im Leben von dem anderen wirken kann. Und manchmal sollten wir auch nicht zu geistlich sein. Ich muss nicht deine ganze Woche vorhersagen oder dich zutiefst kennen. Manchmal ist es ein ganz einfacher Dienst. Eine der Geistesgaben ist Hilfeleistung. Klingt das nicht so spektakulär? Aber es ist einfach ein liebendes Herz, was fragt und sucht, wie der Heilige Geist mich gebrauchen möchte, dass ich dir helfen kann. Und manchmal ist es vielleicht nur, dass ich dir sage, hey, du hast erzählt, du hast eine Waschmaschine, die nicht mehr geht. Und ich musste irgendwie während der Woche daran denken und ich habe am Lidl gesehen, hey, ist ein Angebot. Der Mensch kann so berührt werden, einfach nur dadurch. Ist jetzt kein tolles prophetisches Wort. Aber es zeigt dieses Feuer und dieses Anliegen für dich, wo der Mensch fühlt, hey, ich werde gesehen. Weil manchmal kommen wir in Minderwertigkeit, Selbstzentrierung rein, wo wir denken, niemand interessiert sich, nicht mal Gott. Und warum ist das? Und warum ist das? Und mir geht es nicht so gut, um die Umstände. Und manchmal fallen wir in so ein Loch. Und dann brauche ich das, dass jemand mich da rausholt. Ja. Wir fühlen uns oft leer und vielleicht schwach. Aber lass uns doch, selbst wenn ich mich total schwach fühle, lass uns doch in dem Moment wachsen und lernen, auf den Heiligen Geist zu hören und auf ihn zu vertrauen. Selbst wenn ich hineinkomme und mich völlig ausgebrannt fühle, dann bin ich vielleicht genau dann bereit, dass der Heilige Geist mir ein Wort schenkt. Wenn ich es wage, von mir selbst wegzuschauen, zu schauen, was du denn gerade brauchst. Heiligen Geist frage, wie ich dir dienen kann. Vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst. In Gruppen. Wir haben alle irgendwelche Internetanbindungen. Es ist so einfach, dass wir einander schreiben. Schöner ist es noch, wenn wir uns begegnen. Ja. Der Heilige Geist, glaube ich, will uns heute sehr, sehr viel Mut machen. Und zu sagen, jeder von uns hat eine Gabe bekommen. Ob ich noch so klein, unreif oder wie irgendwas sein möchte. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann habe ich eine Gabe und dann ist der Heilige Geist bereit, durch mich Leben zu verwandeln und zu verändern. Meine Sorge sollte es sein, dass mein Herz feurig ist für dich. Dass ich nicht zufrieden bin, dass ich meine Gabe schon ein bisschen gefunden habe, sondern dass ich mich frage, liebe ich diese Person mit göttlicher, reiner, feuriger Liebe? Und was willst du tun, Heiliger Geist, im Leben dieses Menschen? Was willst du tun? Was kann ich heute geben, was du gebrauchen möchtest? Und wie schön ist es, wenn wir merken, dass dieser Leib tatsächlich stark, groß, reif wird und vielleicht sogar noch mehr. Genau. Lass uns aufstehen und lass uns den Heiligen Geist bitten, dass er uns weiterführt in die reine Liebe und wir begreifen, dass die Gaben dafür da sind, dass ich reine Liebe praktisch werden lasse. Das sind nicht unsere menschlichen Gaben. Vielleicht sagst du, in meinem Gabenausweis, da steht nichts. Ich habe keine Gabe. Wenn du selbst keine menschliche Gabe hast, dann kommt jetzt mindestens eine geistliche Gabe dazu, die du gebrauchen kannst. Und wie schade ist es, wenn wir über Jahre geistliche Gaben verkümmern lassen, weil wir so gewohnt sind, in menschlicher Kraft zu gehen und menschlicher Kraft zu dienen. Wir sollten nicht in menschlicher Kraft dienen, sondern Heiligen Geist bitten. Fülle meinen Dienst, fülle mein Herz mit deiner feurigen Liebe und salbe meine Gabe so mächtig, dass es tatsächlich Verwandlung bewirkt. Vater, wir danken dir sehr herzlich, dass du bereit bist, Herzen zu gebrauchen, zu füllen mit deiner göttlichen Liebe und zu gebrauchen so praktisch und so direkt. Ich
danke dir, Vater, Herr, dass jeder von uns eine Gabe bekommen hat, Herr. Und ich bete, Vater, dass wir dieses Begehren haben, dass das der Nächste wächst. Nicht unbedingt, dass ich meine Gabe etabliere und zeige und meinen Wert noch darüber identifiziere, sondern dass ich einen begehrenden Blick auf meinen Nächsten habe, dass er hineinkommt, nicht in nettere, bequemere Umstände, sondern hineinkommt in deinen Charakter, in seine göttliche Berufung Nummer 1. Und ich danke dir, Vater, dass du bereit bist, heute zu wirken, Herr. Und ich bete, Herr, dass du uns wirklich heute, jetzt Menschen aufs Herz legst, die wir segnen können, Herr. Dass diese Selbstverständlichkeit, diese automatische Richtungswechsel von meinem Blick, von mir selbst auf meinen Nächsten so schnell vonstatten geht, dass ich es gewohnt bin, nicht zu fragen, wie es mir gerade geht, sondern was du, Heiliger Geist, durch mich wirken möchtest. Amen.